beschlossen haben. Und das wollen wir ja von MyDoc 365 ein wenig überbrücken helfen. Und deswegen machen wir dieses Live-Training, was normalerweise Teil unseres MyDoc 365 Clubs ist. Das machen wir jetzt also öffentlich für alle verfügbar. Und ich hoffe, dass ihr alle ordentlich mitmacht oder uns Fragen stellt, uns bohrt in irgendeiner Form, damit wir euch hier ordentlich weiterhelfen können, was euch also aktuell interessiert. Bei uns ist der gute Woody und wir haben mit Woody auch schon ein Training angefangen und fortgesetzt, was wir vor einigen Wochen euch mal gezeigt haben. Ich habe mir gedacht, ich nehme mir dieses Training mal für heute vor, um euch das Thema Shaping noch einmal in der Fortsetzung zu zeigen. Denn wir haben euch um ein paar Fragen gebeten, das heißt, wir haben euch, also alle diejenigen, die bei uns im E-Mail-Verteiler sind, die im Newsletter sind, die haben wir gefragt, was interessiert euch eigentlich? Und da kam durchaus häufiger das Thema, also auf der einen Seite Mehrhundtraining und auf der anderen Seite freies Formen oder Shaping drin vor. Und dazu möchte ich euch heute nochmal etwas Ergänzendes zeigen und erzählen. Also falls ihr das nicht gesehen und mitbekommen habt, was das eigentlich ist, das Shaping ist also ein Konzept, das ähnlich ist wie das Clicker-Training, ich sag mal wie ein erweitertes Clicker-Training. Das heißt, wir bringen unserem Hund bestimmte Dinge bei und er muss sich die erarbeiten, so ein bisschen ähnlich wie beim Topfschlagen. Ja, das heißt also, wir geben ihm im Grunde so ein Warm und Kalt und sobald er dann also in die Nähe dessen kommt, was wir haben wollen, kriegt er also einen Klick und daraufhin eben auch ein Leckerli. Und dieses Konzept haben wir vor einigen Tagen oder einigen Wochen schon einmal vorgestellt. Und da wollen wir heute mal anknüpfen. Wie man sieht, ist Woody jetzt gerade hier schon relativ entspannt auf diesem speziellen Bett. Ich will das mal ganz kurz erklären, warum ich das genommen habe. Denn wir haben also beim letzten Mal immer wieder die Situation gehabt, dass wir hier im Studio immer wieder rumlaufende Hunde hatten. Und das wollten wir heute mal ein wenig ändern. Und deswegen habe ich mit Woody heute Vormittag das Shaping mit diesem Bett gemacht. Das heißt, ich habe ihm also jedes Mal ein Leckerli gegeben und das hat auch mit dem Klicker verstärkt. Ein Leckerli gegeben, wenn er also erst nur zu dem Bett geschaut hat, dann, wenn er eine Pfote auf das Bett gemacht hat und irgendwann nur noch, wenn er komplett mit dem gesamten Körper drauf war. Und das habe ich dann immer weiter verstärkt, das also immer wieder neue Leckerlis gegeben. Und dadurch konnte er also so viel Wert sozusagen mit diesem Bett verknüpfen, dass er jetzt die ganze Zeit darauf liegen bleiben will. Weil es könnte ja sein, dass gleich wieder ein Leckerli von mir kommt. Und dieses Konzept möchte ich euch ganz gerne einmal erklären, denn man sieht jetzt ganz gut, also sonst ist er vorher hier sehr viel rumgelaufen, weil Woody eben sehr stark auf Futter fixiert ist. Also der hat wahnsinnig viel Lust, sich Leckerlis zu verdienen. Und jetzt bleibt er die ganze Zeit da, weil ich gerade eben, also bevor wir angefangen haben zu übertragen, habe ich ihm immer mal dort also ein Leckerli gegeben. Diese Art der Herangehensweise ersetzt so ein bisschen das Bleib. Das heißt, viele von euch kennen vielleicht dieses Konzept, dass ich meinem Hund sage, Sitz, Bleib. Und das ist eigentlich für den Hund relativ verwirrend, weil normalerweise der Hund eigentlich ein Kommando oder ein Signal erst dann beenden oder eine Situation, eine Position erst verlassen sollte, wenn ich ein Auflösesignal gebe. Und damit der Hund das eine etwas längere Zeit auch aushalten kann, kann man also in der Zwischenzeit ihm das entweder mit der Stimme, dass man sagt, ja gut, machst du, fein machst du das, kann man ihm bestätigen, ah, das ist gut. Oder aber man verknüpft mit diesem Ort, und das habe ich jetzt hier so gemacht, so viel Wertigkeit, dass er sich sagt, ich könnte zwar hier rumlaufen und gucken, ob ich dort was finde, aber ich bleibe mal lieber hier, weil da habe ich gerade am meisten Auszahlung bekommen. Also da gab es gerade die meisten Leckerlis. Und das haben wir gerade gemacht und das kann man jetzt sehr gut sehen. Und ich werde das im Laufe des Trainings heute immer mal wieder, wenn wir gleich anfangen mit ihm zu trainieren, werde ich ihn immer mal wieder zurück auf die Decke schicken und werde ihm dann dort auch weiterhin quasi eine Wertigkeit für diese Decke oder für dieses Bett geben, damit er sich einfach dort am wohlsten fühlt. Und das ist eben, um das mal abzuschließen, ist also für viele, die halt gefragt haben, was kann ich eigentlich mit mehreren Hunden machen, ist halt eigentlich ein sehr guter Trick. Denn wenn ihr mehrere Hunde habt, ist es unglaublich sinnvoll, sich eine solche Decke aufzubauen, um dann den einen Hund dahin zu schicken. Und wenn er weiß, ah, okay, ich bleib mal hier, da vorne ist zwar ein tolles Spiel mit meinem Kumpan hier, mit meinem Bruder oder wie auch immer, ist zwar ein tolles Spiel, aber ich bleib mal hier, weil da gibt es eigentlich die besten Leckerlis. Und das mache ich auch jetzt einmal. Das heißt, Woody ist so gut da liegen geblieben, fein.
Das heißt, ich gebe ihm jetzt an der Stelle ein Leckerli. Ich gebe ihm kein Auflösesignal und locke ihn auch nicht runter. Das würde ich gleich machen, wenn wir anfangen zu trainieren, weil ich ihm jetzt ganz gerne beibringen möchte, da bleibst du am besten liegen. Das lohnt sich auf jeden Fall für dich. Und das werde ich also im Laufe der Sendung euch auch nochmal weiter zeigen. Genau, und wir haben heute wieder die gleiche Konstellation, die wir auch die letzten Wochen gemacht haben, nämlich Jana hat sich wieder was Gemeines, hätte ich jetzt beinahe gesagt, nein, aber hat sich was Schönes ausgedacht für uns beide. Ja. Und sie hat mir nur so ganz kurz angedeutet, was es sein wird, damit wir wieder möglichst für euch eine realistische Situation haben. Genau. Dass wir also etwas trainieren, was sowohl Woody noch nicht kennt, als auch was ich noch nicht gemacht habe mit Woody, sodass wir die Übung quasi von Anfang an zeigen können. Jana, was hast du dir für heute ausgedacht? Auf euren Wunsch hin, heute Morgen vom Newsletter, habe ich mir eine Mischung ausgedacht aus dem Shapen, das, was Eike euch gerade schon erklärt hat, und dem Apportieren. Das bedeutet, Apportieren kann man eigentlich auch ohne Shaping machen, aber dann habt ihr auch die kognitive Auslastung, also dass quasi der Kopf gleich wahnsinnig mit angestrengt wird, auch einfach mit dabei. Für die, die das vielleicht noch nicht so kennen, apportieren bedeutet einfach, dass der Hund einen Gegenstand in den Fang nimmt und den zu einem wiederbringt. Da gibt es zwei Varianten. Eine Variante wäre, man ist spazieren beispielsweise oder in der Wohnung und lässt einen Gegenstand, den der Hund nachher wiederbringen bzw. suchen soll, einfach fallen. Da muss der Hund auch gut seine Nase einsetzen. Und die zweite Variante ist, dass man seinen Hund beispielsweise neben sich in die Grundposition ins Sitz bringt, den Gegenstand versteckt, aber der Hund sieht einen. Also der Hund sieht einen weggehen und auch, dass man den Gegenstand irgendwo hinlegt. Und dann schickt man den Hund auf ein Kommando los und er soll diesen Gegenstand suchen. Damit mit der zweiten Variante wird beispielsweise ganz viel in der Dummy-Arbeit eben gehandhabt, beziehungsweise die ganze Dummy-Arbeit besteht daraus. Genau, und das Thema soll ja heute auch sein, geistige Auslastung zu Hause, denn viele von euch sind jetzt ja in der Situation, okay, ich bin jetzt vielleicht auch im Homeoffice und muss jetzt meinen Hund zu Hause ordentlich auslasten, weil ich muss erreichbar sein für meinen Chef, aber trotzdem braucht der Hund in irgendeiner Form Beschäftigung oder fordert das auch ein, kommt also die ganze Zeit an. Woody ist da auch ein sehr guter Kandidat für, wenn ihm langweilig wird, dass er dann neben einem steht und einen entweder anstupst mit der Nase, so nach dem Motto, hey, lass uns was machen, oder auch einen irgendwie abschlabbert. Also dafür ist Woody auch ein sehr guter Kandidat. Und deswegen ist das Thema geistige Auslastung gerade jetzt sehr, sehr wichtig. Gut, und das Thema geistige Auslastung mit dem Shaping hast du ja auch gerade schon angedeutet. Das will ich vielleicht auch nochmal erwähnen. Also alle diejenigen, die von euch, die dieses Shaping oder freie Form bisher noch nicht gemacht haben, das ist eine unglaublich tolle Möglichkeit, den Hund gut auszulasten, geistig auszulasten. Also wir haben von Mindo 365 mal vor einiger Zeit einen Test gemacht, einen Vergleich gemacht, wie lange es dauert, einen Hund, der also einen hohen Bedarf hat, das war damals ein Border Collie, wie wir den quasi mit reiner körperlicher Arbeit auslasten können. Das hat fast 2 Stunden am Fahrrad gedauert, ich glaube irgendwie 1,5 Stunden, 1,75 Stunden hat es gedauert, bis der dann wirklich gesagt hat, so, ich bin jetzt platt, ich will jetzt nicht mehr. Und das Gleiche haben wir also wirklich in 20, 25 oder 30 Minuten, ich müsste es nochmal nachschauen, also wirklich in einer deutlich kürzeren Zeit mit dem Shaping hinbekommen, weil der Hund einfach bei dieser Art von Training extrem viel nachdenken muss, teilweise seine Nase einsetzen muss. Und diese Arbeit, dafür sind unsere Hunde halt eben auch ursprünglich gemacht, nämlich an der Seite von uns Menschen eben Aufgaben zu lösen. Und genau diese Arbeit lastet unsere Hunde also unglaublich gut aus. Und es hat für uns den Vorteil, wir Menschen müssen also nicht zwingend immer mit anspruchsvollen Hunden 2 Stunden nach draußen gehen und die dort also körperlich auslasten, sondern wir können davon jedenfalls einen Teil auch zu Hause mit kleinen, kniffligen Übungen machen. Gut, und ich glaube, Woody hat schon so langsam die Erwartungshaltung eingenommen. Er hat also Lust, sich ein paar Leckerlis zu verdienen. Jetzt erzähl mal, was soll ich machen? Was hast du mitgebracht als, als Apportiergegenstand? Ein Zergel. Genau, also wir haben einfach ganz normal einen Zergel heute genommen. Das ist auch selber gebastelt. Ihr könnt aber auch alles andere dafür nehmen. Ihr könnt einen richtigen Dummy nehmen. Ihr könnt auch einen Futterdummy nehmen. Futterdummy heißt einfach, das sieht ein bisschen aus wie so eine Federmappe. Da packt man einfach Leckerlis rein. Ihr könntet aber auch eine Art Handtuch nehmen, was immer ihr quasi zu Hause habt. Und später kann man sowas auch ganz gut durch eine Zeitung oder irgendwas ersetzen, sodass der Hund dann auch im Alltag ein bisschen mithilft. Ah, okay. Und das Ganze bauen wir heute in 2 Schritten auf.
Das bedeutet, der erste Schritt wird gleich sein, dass Eike mit dem Ding vor Woody einfach so ein bisschen hin und her wirbelt. Damit Woody erstmal Ambitionen hat, da so ein bisschen reinzubeißen. Weil später muss er ja auch losrennen und dann mit dem Fang einmal quasi das Ganze aufnehmen. Und gleich wird Eike das immer klicken, sobald er quasi einmal mit der Schnauze rangeht. Und dann gibt es dafür ein Leckerli. Okay, das heißt, ich brauche Leckerlis und Klicker. Ja. Du hast auch einen Klicker dabei, sehr genau. Gut. So, ihr habt jetzt übrigens gerade gesehen, ich habe ihn jetzt auch gerade mit seinem Auflösewort von der Decke runtergeholt. Das ist auch sehr wichtig, wenn ich also eine solche, ja, davon liegt noch mehr Leckerlis, wenn ich also einen solchen Platz, wenn ich ihn dahin schicke, wenn er von selber dahin geht, so wie jetzt, dann muss ich das nicht zwingend auflösen. Wenn ich ihn aber dahin schicke, dann muss ich es auch auflösen, weil er sonst versteht, okay, ich kann auch selber diese Übung beginnen und dann kriege ich auch irgendwann eine Bestätigung. So, das heißt, jetzt beginnen wir mal mit der eigentlichen Apportierübung. Soll Woody da ins Sitz kommen oder wie fangen wir an? Er darf einfach sich vor dich, genau, ins Sitz sein. Und du darfst dir gerne einfach ein paar Leckerlis vielleicht in die Hand nehmen oder in die Tasche oder so stecken, so wie du gut rankommst. Okay. Ja, Woody, das ist genau dein Ding. Mhm. Übrigens sehr wichtig auch, dass ihr vielleicht mal einen Test macht, das habe ich mit Woody auch gemacht, welche Leckerlis gut und welche besonders gut funktionieren. Oder bei einigen Hunden ist es auch so, wenn die keine Leckerlis mögen, dass, oder nicht so gerne mögen, dass ihr herausfindet, worauf fahren sie jedenfalls ein bisschen ab. Ich habe Woody jetzt keinen Sitz gegeben, hat sich einfach hingesetzt. Woody, sitzt. Mhm. So. Genau, dann kannst du vielleicht in die gleiche Hand, wo deine Leckerlis gerade sind, auch den Klicker nehmen, wenn du es nur koordiniert bekommst und dann in die andere Hand das Zergel. Okay. Möchtest du ihn vielleicht einmal so seitlich stellen wegen der Kamera? Dann sehen die das, glaube ich, ein bisschen besser, wenn er gleich mit der Schnauze rangeht. Sitz. Mhm. Und dann wird Eike gleich seine erste Aufgabe einfach sein, das ein bisschen interessant zu machen, sodass er quasi Lust kriegt, da mit der Schnauze ranzugehen. Bei der Intensität müsst ihr ein bisschen gucken, wie doll ihr es machen müsst. Ne? Manche Hunde fahren da unglaublich hoch bei, dann macht ihr die Bewegung einfach ein bisschen langsamer. Wenn ihr aber einen Hund habt, der sich davon nicht so schnell beeindrucken lässt, dann könnt ihr auch wirklich ein bisschen zackigere Bewegung vor dem Hund machen. Da müsst ihr euch so ein bisschen reinziehen, was ihr für einen Hund habt. Und ihr seht, Woody ist schon hochmotiviert. Okay. Genau, und sobald er einmal, genau, das wird sofort klicken und dann das Leckerli geben. Und jetzt bring ich ihn wieder in den Sitz, oder was soll ich? Genau, bring ihn nochmal in den Sitz. Mhm. Sitz. Prinzipiell könntet ihr auch direkt weitermachen. Auch da würde ich wieder individuell gucken. Bei Woody finde ich das mit dem Sitz gar nicht so schlecht, weil er einfach super schnell dabei hochfahrt, wie ihr seht. Das Hochfahren erkennt ihr bei Woody ganz gut mit den Bällen einfach. Genau, so kann man nämlich immer noch ein bisschen Ruhe in ihn wieder reinbringen. Okay. Gut. Bei dem Klicken jetzt am Anfang müsst ihr unglaublich schnell sein, ne? Also so wie Eike das richtig macht. Sobald der Hund da einmal reinbeißt, muss sofort nach einer Sekunde der Klick kommen, weil sonst kann der Hund das einfach nicht miteinander verknüpfen. Man sieht jetzt zum Beispiel übrigens auch, dass für Woody der Konflikt ziemlich schwierig ist, weil er die Leckerlis sieht. Weil er die Leckerlis sieht. Und eigentlich jetzt etwas für die Leckerlis machen will. Und das Zergel ist jetzt für ihn nicht so interessant wie die Leckerlis. Mhm, und genau. Wenn ihr zum Beispiel einen Hund habt, der nicht so sehr auf Leckerlis abfährt, kann ja ein Zergel eine gute Alternative sein. Das Problem ist, Woody findet Zergel und Leckerli beides spannend. Und deswegen ist er jetzt, hat er jetzt wirklich einen sehr schwierigen Konflikt. Ja, ist gut. Wenn ihr aber merkt, dass ihr Leckerlis habt, wo der Hund unglaublich hoch fährt dadurch, dann nimmt da ruhig eine Abstufung von. Also dann ruhig Leckerlis, die nicht ganz so interessant einfach sind, aber natürlich, die der Hund einfach noch gerne nimmt. Okay. Ich werde ihn jetzt mal ganz kurz zwischendurch dafür bestätigen, dass er sich hingesetzt hat, weil es im Grunde jetzt, man muss immer aufpassen, dass man seinem Hund gegenüber fair bleibt. Und für ihn ist jetzt die Ablenkung oder die Anforderung ist so hoch, wir haben natürlich jetzt hier auch eine gestellte Situation, ist die Anforderung so hoch, dass er eigentlich jetzt erstmal etwas braucht, worauf er sich verlassen kann. Worauf er sich jetzt verlassen kann, ich würde jetzt einmal ganz kurz ein ganz normales Sitz von ihm verlangen und das zwei, dreimal bestätigen, damit er einfach wirklich wieder weiß, aha, ich soll jetzt sitzen bleiben und das ist das, worum es geht.
Ne, und dann würde ich hiermit fortfahren. Also das ist halt auch ein ganz wichtiger Aspekt, dass ihr den selber versteht, dass ihr euren eigenen Hund genau kennt und wisst, okay, wo verlange ich vielleicht auch gerade zu viel von ihm? Ja. Und ich habe das jetzt so ein bisschen, das Spiel jetzt gerade so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen abgebrochen, aber ich würde es jetzt mal ein bisschen umlenken, weil für Woody jetzt diese Anforderung zu hoch ist. So, Woody, sitz. So, und würde ihn jetzt einfach ein bisschen fürs Sitzen bleiben bestätigen. Wenn er das aushält, weil er muss jetzt einfach gerade aushalten. Das ist jetzt eine Art Impulskontrolle für ihn. Okay. Und wichtig ist eben auch, wenn ihr merkt, dass der Hund hochfährt, dass ihr dann eben einfach einen kleinen Schritt, wie wir es gerade machen, wieder zurückgeht. Weil ihr wollt ja später auch konzentriert arbeiten, ne? Und keinen Hund haben, der einfach total nervös durch die Gegend rennt. Ne, man sieht das jetzt schon. Das ist viel zu schwierig. Rudi, komm her. So, und ich sage ihm jetzt auch kein zweites Mal das S-I-T-Z, weil er das eigentlich nicht selber auflösen soll. Okay. So. Sitz. Man muss dazu sagen, es halt hier auch sehr stark gerade. Das heißt, das ist wahrscheinlich für ihn auch gerade ein bisschen schwierig. Nein. Ja, das ist eine große Herausforderung für ihn. Aber das ist sehr schön zu sehen, dass er jetzt gerade, dass wir, also wie wichtig das ist, das werdet ihr auch kennen, wie wichtig das ist für so einen Hund. Also ich werde jetzt mal eben ganz kurz die Sachen hier weglegen. Ja, oder nimm du das mal eben. Ich werde jetzt mal eben so ein bisschen versuchen, die Trainingsgegebenheiten wieder einfacher für ihn zu machen. Denn das ist ein ganz wichtiger Part, wenn ihr im Hundetraining seid, dass ihr immer wisst, an welcher Stelle seid ihr zu weit, ist also die Anforderung zu hoch für euren Hund und dass ihr dann auch keine Scheu davor habt, ja, im Training wieder Schritte zurückzumachen. Und das kann bis hin zum ganz normalen Sitz sein. Das ist auch genau das, was ich jetzt hier machen werde. Also auch wenn quasi wir eigentlich jetzt gerade was anderes trainieren wollen, aber ich will, mir ist quasi der Trainingserfolg mit Woody ist mir an der Stelle wichtiger. Und das heißt, ich gehe jetzt mit ihm nochmal zurück ins eigentliche Basistraining, um ihm einfach eine gewisse Sicherheit zu geben. Dann gehen wir gleich nochmal rüber und dann probieren wir das einfach nochmal. Weil für Woody ist das jetzt gerade eine sehr schwierige Herausforderung offensichtlich. Und dann ist es wichtiger, man bricht lieber das Training ab, aber beendet es positiv und gibt ihm einfach eine Übung, auf die er sich immer verlassen kann, wo er weiß, ah, hier habe ich alles richtig gemacht. Weil der Konflikt in seinem Kopf ist jetzt, was soll ich machen, wie komme ich an die Leckerlis, was habe ich falsch gemacht? Und da wollen wir dem Hund unbedingt helfen. Das heißt, ich werde jetzt dieses gleiche Setup, was wir vielleicht später brauchen, um das mit dem Apportieren aufzubauen, ich werde das gleiche Setup jetzt wieder für ihn wiederholen, ihn an der Stelle da vorne ins Sitz bringen, dann die Situation etwas hinauszögern. Ich werde nach hinten gehen, ihn bestätigen dafür, dass er sitzen bleibt und dann ihn auflösen und dann kriegt er dafür das Leckerli. Komm her. Sitz. Und es gibt halt eben auch kein Bleib, wie gesagt, sondern ich zögere es einfach nur heraus. Okay. Wir brauchen an dieser Stelle theoretisch auch keinen Klicker. Okay. So. Sitz. Jetzt habe ich ihn zum Beispiel, machen auch sehr viele Hunde ganz gerne, dass sie sich dann an der Stelle, dass sie an der Stelle noch weitere Dinge ausprobieren. Ne? Und Woody wollte jetzt ganz gerne ins Platz gehen. Wir haben halt auch vorher ein paar andere Sachen geübt. Und dass er jetzt quasi, vielleicht muss ich das jetzt gerade machen. So, und ich muss ihm jetzt klar machen, nee, das ist nicht die Art und Weise, wie du jetzt an dein Leckerli kommst. Gut. Okay. So, und dann kriegt er sein Auflösesignal. Das ist wichtig, das machen wir jetzt noch einmal. Mhm. Sitz. Ich führe ihn jetzt mit der Hand im Übrigen an diese Stelle, damit es für die Kamera klar ist. Denn wir wollen ja vor allen Dingen diese eigentliche Auslassungsübung machen. Aber ihr seht jetzt schon, alleine nur diese Art, mit dem Hund zu trainieren. Man hat sich vielleicht was anderes vorgenommen. Man hat sich was anderes vorgenommen und will eigentlich an dieser Stelle das mit ihm trainieren. Aber das ist für ihn jetzt auch schon unglaubliche Kopfarbeit. Okay. So. Finito. So, ich habe auch ein Endwort für die... Auf die Decke. Mhm.
ist jetzt zum Beispiel auch gerade wieder, da sind wir jetzt auch in einem Trainingspart drin, er hat jetzt auch gerade wieder das auf die Decke kurz aufgelöst. In dem Moment habe ich also die Leckerlis weggenommen, habe ihn jetzt auch nicht wieder zurückschicken müssen, weil er sich da selber hingelegt hat. Und das ist jetzt sind wir halt wieder in einem anderen Bereich. Das heißt, das entspricht jetzt diesem Shaping-Konzept. Das heißt, der Hund kann sich jetzt selber entscheiden, was mache ich hier, und das soll sich für mich lohnen, die Entscheidung. Und diese Entscheidung jetzt lohnt sich für ihn, denn ich gebe ihm jetzt ein Leckerli. Macht da aber an der Stelle keine Auflösung oder sonst was, weil ich habe ihn jetzt gerade auf die Decke geschickt und da soll er jetzt bleiben. Und das shapen wir jetzt. Okay, also das werden wir die ganze Sendung noch immer wieder machen und da werde ich nochmal drauf zurückgehen. Gut, wir haben eine Frage und auf die gehen wir gerne ein. Also, kann man das auch mit Katzen machen, fragt Frederik. Das ist eine sehr spannende Frage, denn es gibt tatsächlich Klicker, die man auch mit Katzen benutzen kann. Man muss dann gucken, wie laut die sind. Ne? Also einige Katzen sind da schreckhaft und auch kleine Hunde oder auch empfindliche Hunde haben da teilweise das Problem, dass sie da schreckhaft sind. Aber man kann also das Klickertraining für verschiedenste Tiere benutzen. Es kommt, glaube ich, ursprünglich aus dem Bereich der Papageien, ich glaube, ursprünglich wurden Papageien damit also Dinge beigebracht. Das heißt, das ist auf diverse verschiedene Tierarten anwendbar. Und das ist also sehr spannend, dort auch zu sehen, wie Tiere dabei einfach eine eigene Motivation entwickeln, Aufgaben zu lösen. Ja, also genau. Das Klickern hat sich eh total ausgeweitet auf sämtliche Tierarten, wie Eike richtig gesagt hat. Also ich kenne es auch mittlerweile mit Hühnern aus dem Pferdebereich und habe letztens tatsächlich sogar Goldfische gesehen, die durch einen Parcours in ihrem Aquarium geklickert wurden. Echt? Ja, wirklich. Oh, das ist abgefahren. Das wusste ich auch noch nicht. Okay. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel, jetzt sieht man ganz gut, Woody entspannt sich jetzt hier auch gerade wieder, obwohl wir gerade total im Trainingsmodus waren, weil es für ihn jetzt auch ein Teil des Trainings ist. Und das ist halt eben auch etwas, was ich damit erzeugen wollte im Vorfeld, dass er also einen Platz hat, der sich für ihn lohnt, weil Woody eben, wie gesagt, sehr, sehr futterfixiert ist. Und man sieht auch jetzt, dass er versucht, mich zu fixieren, so nach dem Motto, ich mach's doch, kann ich nicht jetzt irgendwie, wie sieht's aus, bekomme ich nicht jetzt endlich mal irgendwie wieder eine Belohnung? Und ich möchte ganz gerne, dass er sich dort entspannt. Das heißt, da sind wir im Shaping jetzt schon einen Schritt weiter. Ich will eigentlich diese Art von Haltung nicht zwingend nur belohnen und deswegen warte ich jetzt, bis er sich ein bisschen entspannt und dann kriegt er aber gleich nochmal wieder von mir ein Leckerli, denn eigentlich hält er jetzt ja die ganze Zeit das Kommando auf die Decke, was ich ihm gerade gegeben habe, hält er eigentlich die ganze Zeit aus. Und das ist halt eben das Schöne am Shaping. Ich muss solche Sachen wie Bleib oder sonst was gar nicht unbedingt trainieren, weil der Hund das, jedenfalls unter niedriger Ablenkung, gut, unter niedriger Ablenkung, sehr gut aushalten kann. So, wir haben noch eine Frage. Marion fragt, Eike, warum belohnst du bei der Auflösung? Sollte man nicht das ausgeführte Signal mit Leckerli belohnen? Also, das hängt damit zusammen, wie ich das Signal aufbaue. Das heißt, wenn du ganz am Anfang des Trainings bist, dann belohnst du eigentlich erstmal einfach nur die Handlung selber. Und irgendwann soll der Hund ja die Handlung hinauszögern. Das, was Woody jetzt macht, dass er einfach auf der Decke bleibt. Oder was ich vorhin mit dem Sitz gemacht habe, dann müsste ich ja ihm das Sitz geben, ihm dann in dem Moment, wo er das Signal bekommen hat, sofort, weil er hat ja den Pup auf den Boden gemacht, müsste ihm dann sofort mit Klick und Leckerli bestätigen, das war richtig, das will ich haben. Und dann ist aber eigentlich tendenziell für ihn die Übung zu Ende, denn der Klick bzw. das Geben des Leckerlis beendet an der Stelle auch die Übung. Ne? Oder siehst du das anders? Ich sehe das ein bisschen anders. Ah, okay, ja, erzähl. Sorry. Ja, Marion, ich glaube, dass du ein bisschen recht hast. Theoretisch, also Klick und Leckerli heißt ja nicht, dass die Übung aufgelöst ist, sondern der Klicker ist ja nur ein sekundärer Verstärker. Das bedeutet einfach nur super, dass du das gerade gemacht hast. Und das Auflösewort, was Eike genommen hat, ist halt ja, die Auflösung sozusagen. Ach so, dann habe ich die Frage gerade falsch verstanden. Alles klar, okay. Also es ging darum, ob das quasi in dem Moment, ob ich das quasi auch hätte bestätigen können. Nee, es ging, glaube ich, darum, warum du immer erst also aufgelöst hast und dann das Leckerli gegeben hast. Und ich hätte es auch gemacht, dass ich quasi Sitz gesagt hätte, dann belohnt hätte. Das hätte für Woody ja auch nicht bedeutet, dass er das auflösen soll. Und dann irgendwann, wenn Eike gesagt hat, okay, jetzt reicht's mir, jetzt hast du lang genug gesessen, dann einfach nur noch mal das Auflösewort sagen. Mhm.
Das hätte ich auch gut machen können, wenn ich ihm dann hätte ich quasi das Leckerli aber wahrscheinlich nicht weggeworfen. Jetzt habe ich ja das Leckerli geworfen, sondern wäre ich halt quasi immer wieder hingegangen, hätte ihm mit Klick und Leckerli das bestätigt, direkt quasi in der Position. Das kann man machen. Und dann wäre es quasi ein etwas vorheriger Trainingsschritt gewesen. Und hier war es jetzt einfach im Grunde hauptsächlich die Ablenkung, die für ihn stark war. Und das wollte ich einfach nur noch mal an der Stelle bestätigen und auflösen. Okay, wir haben noch eine weitere Frage. Meine flippt beim Zergel total aus, das würde ausarten. Was tun, fragt Bettina. Da, Bettina, würde ich dir raten, dass du vielleicht irgendwas suchst zum Apportieren, wo dein Hund halt nicht total hochfährt bzw. total ausflippt. Und da würde ich mich einfach mal so ein bisschen durch den Haushalt ruhig durchprobieren. Also da kann man gut auch mal das mit dem Handtuch probieren, mit einer Zeitung, mit Stiften. Da nur eben aufpassen, ne, dass der Hund es nicht zerkaut oder runterschluckt oder so. Aber im Prinzip könnt ihr dafür wirklich alles nehmen. Also ich mache es beispielsweise so, meine Hündin muss immer die Einkäufe mit reintragen. Okay, also es gibt dafür auch theoretisch einen Trick, dass ich meinem Hund das also beibringe, dass er irgendwas trägt. Ja. Ne? Also das ist dann nochmal, müsste man vielleicht dann nochmal ein bisschen anders aufbauen, aber ne, das war das, was du meinst. Mhm, ne? Genau. Gut, dann würde ich sagen, Woody hat sich ein bisschen entspannt und ist auf jeden Fall so ein bisschen aus diesem Modus raus. Das heißt, wir könnten es nochmal ausprobieren, ob das mit ihm klappt. Sind die Leckerlis, die ich habe, ein bisschen uninteressanter für ihn? Dann können wir die vielleicht nehmen? Das könnten wir testen. Also ich muss dazu auch gestehen, ich habe gerade eben die Leckerlis, mit denen ich gerade trainiert habe, die habe ich vorher gerade zugeschnitten. Das sind Leckerlis, die er ziemlich gut findet. Vielleicht war das auch etwas zu heftig. Das war das, was ich vorhin meinte. Also es macht total Sinn, wenn ihr wisst, welche Leckerlis oder welche Art von Bestätigung, es bezieht sich also eigentlich auf alles, funktioniert bei euren Hunden gut oder vielleicht sogar sehr gut oder auch nicht so gut. Und vielleicht ist an dieser Stelle die Belohnungsaussicht auch zu gut gewesen. Okay, also das könnten wir testen, das ist ein guter Tipp, eine gute Idee. Okay. Also bei allen Sachen, die wir jetzt heute machen, reichen Leckerlis, die gut sind, eigentlich völlig aus. Gut, dann brauchen wir noch den Klicker. So, hier haben wir jetzt ein paar Leckerlis, die er so ganz okay findet. Wie gesagt, Woody ist ein sehr futterfixierter Hund, muss man dazu sagen. Das heißt, für ihn ist also allein die Anwesenheit von Futter schon eine extreme, oder auch von Gerüchen, ist bereits eigentlich die extremste Ablenkung. Deswegen habe ich auch bei Woody keine Schwierigkeiten mit dem Abruftraining. Also Woody lässt sich wirklich, ist ein jagdgetriebener Hund und lässt sich also wirklich auch von dem Jagen von Wild abrufen, wenn es für ihn die Aussicht auf Leckerlis gibt, was selten ist, weil normalerweise, wenn ein Hund also in dem Modus ist, ich will jetzt jagen, dann kriegt man ihn eigentlich auch nur motiviert mit ähnlicher Belohnung, also irgendwelchen Jagdspielen oder Zerspielen. Aber Woody ist da ein bisschen anders, der ist halt wirklich sehr, sehr futterverliebt. Okay. Das heißt, ich bringe ihn wieder ins Sitz, wir machen wieder die gleiche Übung. Ja. Woody, Sitz. Wenn ihr merkt, dass euer Hund so aufgeregt zu Hause ist wie Woody jetzt immer noch, könntet ihr sogar mit den Leckerlis noch einen Schritt runtergehen. Also ich persönlich würde, wenn wir jetzt nicht gerade am Live wären, sogar noch Leckerlis nehmen, der Hund ein bisschen unspektakulärer findet. Mhm. Könnte bei Woody gut sein, dass wir sogar am Ende mit Gurken arbeiten müssten. Das ist gut möglich. Okay, dann würdest du genauso wieder anfangen. Das heißt, vor ihm das ein bisschen hin und her wedeln. Und direkt Good. Klicken, wenn er da mit der Schnauze Sitz. Einbeißt. Sitz. Hol dir, hol dir. Gut. Kommen jetzt ein paar mehr. Auch da guckt ihr wieder individuell, ne, was ich vorhin schon gesagt habe, was ihr für einen Hund habt. Wenn ihr einen Hund habt, der nicht wahnsinnig hochfährt, aber die Übung gut macht, müsst ihr den Hund nicht jedes Mal ins Sitz bringen. Da könnt ihr ruhig das einfach ein paar Mal hintereinander machen. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade in der Kamera sehen konntet. Das war auch total spannend. Woody hatte eine Sekunde reingebissen und sofort ging sein Blick zu Eikes Leckerli-Hand. Genau, das habe ich auch nicht sofort bestätigt. Genau. Also er war eigentlich nur mit der Nase dran. Sitz. Ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter weg. Vielleicht ist das dann für ihn einfacher zu handeln. Holt sie, holt sie. Ja, fein. So, jetzt war er auch wirklich, hat er auch wirklich seine Zähne benutzt. Sitz. Ich mache jetzt einfach mal die Entfernung ein bisschen größer. Das ist für ihn an der Stelle etwas weniger
weniger Stress, weil er nicht so nah einfach an, an den Leckerlis dran ist. Ne, das heißt, das ist an der Stelle ein bisschen einfacher für ihn. Ja, gut. Also jetzt konnte man das ganz gut sehen. Das heißt, jetzt habe ich... Gut. Jetzt ein bisschen. Ja, fein. So, und jetzt seht ihr sehr schön, obwohl Alkes dreimal hintereinander gemacht hat, blieb das Erregungslevel bei Woody, bis ich es ausgesprochen habe, auf der gleichen Position. Und dann kann man gut, also es wurde nicht höher, dann kann man eben gut weitermachen und ein paar Mal hintereinander machen. Gut. So, jetzt würde ich wieder eine Pause machen, weil das für ihn schon sehr herausfordernd ist. Aber ganz schön zu sehen, also zu Anfang hat er eigentlich wirklich nur die Schnauze rangenommen und zum Schluss hat er das Ding dann auch wirklich in den Mund genommen. Die Idee ist ja, wenn ich das richtig verstehe, dass wir dem Hund beibringen, dass er etwas ins Maul nimmt. Ja. Was er vielleicht jetzt bei dem Zergel, würde es vielleicht auch mit anderen spielen, aber er soll es ja kontrolliert ins Maul nehmen, denke ich mal. Ne? Genau. Und das ist wahrscheinlich genau der Unterschied. Wenn ich jetzt einfach nur ein Jagdspiel damit machen würde, würde es vielleicht auch irgendwann ins Maul nehmen, aber dann kriegt es nicht kontrolliert hin. Ja. Und viele Hunde nehmen einfach nicht von Anfang an ohne Training Gegenstände in die Schnauze. Das ist eben der Grund, warum wir den Schritt vorschalten, bevor wir anfangen, dass wir irgendwo den Zergel hinlegen und den Hund dahin schicken dann. Beziehungsweise heute in unserem Live den Hund dahin shapen würden. Genau, ein wichtiger Aspekt dabei ist natürlich auch noch, das sehen wir jetzt gerade, dass ihr bei solchen Trainingseinheiten immer besonders viel Wasser dabei habt. Denn für eure Hunde ist das auf der einen Seite, ist gerade so diese Denkarbeit, ist immer sehr, sehr anstrengend. Und dabei haben wir also einen sehr erhöhten Wasserbedarf. Und auf der anderen Seite ist natürlich das Aufnehmen von Leckerlis eben auch etwas, wo die Hunde einfach noch etwas mehr Wasser brauchen. Okay, ich würde sagen, wir machen nochmal wieder eine kleine Trainingspause. Ja. Du kannst mir nochmal eben, oder ich nehme das mal, gib dir das mal eben hier hin, so. Auf die Decke, Woody. So. Wir haben noch eine Frage. Eva fragt, wie ist das, wenn ich zwei Hunde habe, die den Klicker kennen? Wie unterscheiden die Hunde, wen ich mit dem Klicken meine? Oder sollte ich dann einen Hund aus dem Raum schicken? Also Eva, ich finde, dass das nicht notwendig ist, weil die Hunde definitiv wissen, wer in dem Moment gerade gemeint ist. Gerade wenn du den anderen Hund eben wie bei uns auf die Decke schickst, sehen die ja und bekommen ja auch mit, dass du dann da zum Beispiel jetzt links von mir mit dem anderen Hund dann am Arbeiten bist. Also das ist kein Problem. Ich glaube, das ist auch, also zum Thema Mehrhundtraining, ist auch eine Sache, die man durchaus lernen kann zu unterscheiden. Also es gibt auf der einen Seite die Möglichkeit, wirklich den Namen des Hundes vorwegzunehmen zur Identifikation. Es gibt auch Hundehalter, die machen das mit dem Zeigen. Das heißt, sie zeigen auf den Hund und sagen das dann. Ja. Also auch das kannst du dem Hund beibringen, dass der Hund einfach weiß, ah, jetzt bin ich gemeint. Und ich sag mal, wenn wir dieses Spiel jetzt mit diesem Bett, das ist jetzt für Woody auch ganz neu, wenn ich das jetzt eine Zeit lang mit ihm trainieren würde und er würde sich daran gewöhnen, auf dem Bett zu bleiben, dann könnte ich irgendwann hier auch davor mit einem anderen Hund trainieren, mit dem anderen Hund also auch klicken, was auch immer, ihn bestätigen. Und Woody wüsste, ich könnte da zwar auch hin, aber ich habe mir hier, also hier ist jetzt eigentlich mein bester Platz, um Auszahlung zu kriegen sozusagen. Gut, wir haben noch eine Frage. Was ist das für ein Körbchen? Ja, das ist also ein, ich muss gestehen, ich kann dir jetzt den Hersteller nicht nennen, Stefanie, aber das ist einfach letztendlich ein, ja, also ich glaube, es nennt sich Hundebett. Tendenziell kann man eigentlich alles nehmen. Mir ging es jetzt eigentlich darum, hauptsächlich irgendetwas zu nehmen, was Woody noch nicht kennt, denn das ist ein ganz wichtiges Thema. Wenn ich jetzt hier einfach seinen Korb hingestellt hätte und ich würde jetzt mit seinem ganz normalen Korb hier trainieren, das ist halt hier eine etwas andere Umgebung, dann würde er vielleicht auch im Zusammenhang mit dem Korb andere Erwartungshaltungen verknüpfen. Und ich habe den Korb, den er jetzt für sich zu Hause hat, den habe ich eigentlich wirklich als Ruhepol aufgebaut und dabei möchte ich ihn auch belassen.
Das ist also genau das Gleiche, wenn du einen bestimmten Begriff hast und der funktioniert nicht so gut, dann ist es manchmal besser, einen komplett neuen Begriff zu nehmen, weil der andere dann eine andere Bedeutung hat für den Hund oder vielleicht auch sogar schon nicht so gut verknüpft ist. Ja, also vielleicht mal als ganz kurzen Einschub für alle zum Durchschnaufen. Also wenn ihr Lust habt, diese Art von Techniken noch im Detail genauer erklärt zu bekommen, vielleicht auch mit anderen zusammen zu trainieren und dabei Unterstützung von echten Hundetrainern an eurer Seite halt eben übers Internet zu bekommen, was ja sonst etwas schwieriger ist, gerade in der aktuellen Zeit, dann habe ich da einen ganz guten Tipp für euch, denn wir haben mit MyDog365 ja eine komplette Online-Hundetrainingsplattform. Und jetzt gerade aktuell haben wir also für alle quasi Corona-Geschädigten eine Sonderaktion laufen, denn ihr könnt sozusagen MyDog365 einen Monat lang austesten für sage und schreibe 1 Euro. Und schaut euch das mal an, wir haben da was für euch zusammengestellt. Aufgaben zur Auslastung deines Hundes. Videokurse zu den häufigsten Problemen im Alltag. Tricks, Hundesport oder auch Grundübungen. Einfach und Schritt für Schritt erklärt. Trainiere in deinem ganz eigenen Tempo, wann und wo du willst. Das ist MyDog365, deine Online-Hundetrainingsplattform. Erhalte täglich Antworten von erfahrenen Hundetrainern auf deine individuellen Fragen. Und tausche dich mit über 10.000 anderen Hundehaltern aus. Teste uns jetzt auf mydog365.de. Also, für 1 Euro testen, das ist das, was wir aktuell euch anbieten wollen. Probiert das einfach aus und wir haben also ganz, ganz viele Online-Kurse, wie gesagt, im Programm. Das, glaube ich, sollte sich jeder mal anschauen. Gut, wir haben noch eine weitere Frage. Und zwar, Monika sagt, guten Abend, ich habe eine Frage in Bezug auf das Apportieren. Ich habe 2 Hunde und beide apportieren wirklich sehr gut. Allerdings apportiert einer meiner Hunde nur im Haus. Sobald wir es draußen versuchen, bricht Miro alles ab. Auch vorsichtig aus der Terrassentür ist ohne Erfolg. Habt ihr zufällig eine neue Idee für mich, wie ich Miro dazu bringe, im Außenbereich zu apportieren? Mhm. Also Monika, da würde ich als erstes mal schauen, ob dein Hund draußen vielleicht irgendeine Art von Stress hat oder so, dass er draußen noch sehr unsicher ist, sehr eben ja, noch auf die Umwelt achtet. Wenn das der Fall sein sollte, würde ich da erstmal versuchen, mit dem Training so ein bisschen gegen anzugehen, dass er das Ganze entspannter sehen kann. Und dann könntest du vielleicht mal probieren, dass du erstmal in deinem Garten anfängst. Lässt deinen Hund erstmal draußen so ein bisschen laufen, dass er erstmal runterkommt und sich lösen kann und entspannt. Dann vielleicht an die Leine nehmen, bisschen schon mal die Konzentration einfordern, indem du mal einen Sitz machst, indem du mal ein paar Meter Leinführigkeit machst. Und dann probierst du das nochmal und nimmst in dem Fall, anders wie ich es vorhin bei Eike geraten habe, eine super Belohnung. Eventuell könntest du vielleicht auch sonst mal dein Dummy oder dein Futterbeutel, was auch immer du zum Apportieren gerne benutzen möchtest, mit irgendwas ganz Besonderem einschmieren. Da eignet sich manchmal irgendwie Leberwurst oder so auch ganz gut zu. Die Herausforderung ist ja, ich muss mal ganz kurz eben Woody wieder bestätigen, dass er da liegen bleibt, macht es sehr gut. Die Herausforderung ist ja immer, wenn du nach draußen gehst, herauszufinden, ob die Ablenkung zu groß ist. Denn das, was wir ja im Training eigentlich immer machen sollten, ist, wir trainieren als allererstes erstmal überhaupt die Übung, also den mechanischen Ablauf und die Bedeutung des Wortes oder des Signals. Als zweites versuchen wir, wenn es dabei möglich ist, zum Beispiel die Zeit zu verlängern. Dann als drittes machen wir Generalisierung, das heißt, dann machen wir das Ganze auch unter anderen Umständen, also vielleicht in einem anderen Raum oder mit mal einem anderen Zergel jetzt in diesem Fall oder vielleicht mit einem anderen Stück Holz oder was auch immer, wobei man da auch vorsichtig sein muss. Aber also quasi wir nehmen andere Umstände und eigentlich kommt erst dann die Ablenkung rein. Und da ist ganz, ganz wichtig, dass du vielleicht herausfindest, ist die Ablenkung, also der Ort, wo du es dann draußen trainierst, ist die vielleicht schon zu groß? Ich weiß nicht, ob ihr das gerade eben gesehen habt. Als ich mit Woody hier so ein bisschen trainiert habe, ist Woodys Nase auch die ganze Zeit unten gewesen. Das heißt, er hat hier auch irgendetwas gerochen. Wir trainieren natürlich hier auch ab und zu mit unterschiedlichen Hunden in unserem Studio, also speziell da vorne in unserem kleinen Gartenbereich. Und das kann eventuell schon fürs Trainieren für Woody an dieser Stelle auch noch eine zusätzliche Ablenkung sein, die eigentlich zu früh wäre. Das heißt also, im Idealfall wäre es also besser, diese Art von Training sogar dann eher in einem Bereich zu machen
und auch aufzubauen und zu festigen, der komplett reizlos oder reizarm ist und dann eine leichte Reizstufe dazu zu nehmen. Also wirklich, wenn es im Garten nicht funktioniert, dann probier es auf einem Parkplatz oder sowas. Ne? Also wirklich da, wo möglichst wenig Gerüche da sind, und dann nimmst du vielleicht einen Rasenbereich, der wirklich total nur ein Acker ist oder keine Ahnung was. Also auch immer für deinen Hund wirklich kleine Stufen der Ablenkung bedeuten. Und ich glaube, so kommst du zu einer Lösung deines Problems. Wir haben noch eine weitere Frage. Manfred fragt: Verführt das Werfen von Leckerlis nicht vielleicht dazu, dass der Hund dann auch Unerwünschtes vom Boden frisst, wenn man mit ihm unterwegs ist? Ja, also auch eine sehr gute Frage, Manfred, denn gerade wenn man Anti-Gift-Köder-Training macht, muss man das bedenken. Ich würde an der Stelle immer vielleicht dann ein zusätzliches Wort wie nimm, oder in diesem Fall habe ich ihm ja quasi mit dem Okay die Erlaubnis gegeben. Ne? Das heißt, also ich habe es nicht einfach nur geworfen und dann durfte er das nehmen, sondern ich habe auch immer das Okay dazu gegeben. Und das bedeutet für Woody, dass er weiß, er darf was aufnehmen. Das heißt also, in dieser Konstellation wäre das wichtig. Du kannst allerdings auch zum Beispiel das Ganze trennen. Das heißt, du gibst deinem Hund erst eine Bestätigung und gibst ihm danach, wenn du das wirfst, noch vorher die Erlaubnis, nimm. Oder, aber dann müsstest du das Nimm halt eben auch entsprechend aufbauen. Ja. Eine zweite Variante ist auch noch, dass man das ganz klar unterscheidet, wo der Hund vom Boden das aufnehmen darf. Also ich rate immer dazu, beispielsweise zu Hause drin das zu erlauben, von mir aus auch noch im Garten. Aber draußen würde ich es immer aus der Hand geben, weil leider die Giftköder-Problematik einfach, ja, leider doch stetig so ein bisschen zunimmt, aufgrund, weil wir ja auch stetig wachsende Hundezahlen haben. Und dann lernt der Hund nämlich, das draußen was vom Boden zu nehmen. Also beispielsweise, wenn ihr auf einem Spaziergang seid, immer verboten ist. Genau, also das kannst du handhaben, genau. Kannst du dir selber überlegen, wie du es genau machen möchtest. Also wir haben ja auch mehrere Suchspiele. Mhm. Ne? Also gerade das Thema Suchspiel, Schnüffelspiel, da kommt auch genau die gleiche Frage sehr häufig. Und da muss man dann einfach schauen, wenn man selber parallel dazu ein Anti-Gift-Köder-Training macht, dass man das ein bisschen trennt. Gut, wir haben noch eine weitere Frage. Birgit, was tun, wenn mein Hund auf Zergel und Dummy nicht reagiert? Genau, dann einfach nochmal vielleicht probieren, das, was ich Monika schon geraten habe, den Dummy oder Zergel nochmal mit irgendwas einzureiben und gern nochmal diesen Schritt, den Eike jetzt vorhin mit Woody gezeigt hat, also diesen ersten Schritt ganz lange machen. Also das heißt, in deinem Fall würdest du wahrscheinlich sogar erstmal nur anfangen, dass dein Hund mit der Nase den Gegenstand antippst sozusagen. Das ganz, ganz lange trainieren. Und wenn das wirklich total verlässlich klappt, auch dass du die Zeit ein bisschen erhöhen konntest, ab da würde ich mal nicht mehr klicken und warten. Meistens probieren die Hunde dann selbstständig aus und machen dann doch nochmal so ein bisschen die Schnauze auf. Das bedeutet in deinem Fall auch, du würdest dann schon klicken, wenn nur so ein bisschen die Schnauze aufgeht, also auch wenn der Hund es noch gar nicht festhält. Es gibt aber durchaus ein paar Hunde, die mögen das tatsächlich nicht besonders gerne, was einfach in den Fang zu nehmen. Und dann würde ich mir dafür tatsächlich andere Beschäftigungsarten suchen. Genau. So, wir nehmen noch eine weitere Frage auf. Dann machen wir gleich vielleicht nochmal eine kleine Trainingssession mit Woody. Also, Ilse Dore, wenn ich es richtig lese, schreibt: Könntet ihr nächstes Mal die Leckerchen in eine nicht knisternde Tüte stecken? Meine Hunde flippen bei dem Geräusch total aus. Kann kaum was hören. Ah ja, okay, das ist ein guter Hinweis, ja. Denn wir haben natürlich hier auch das Sound-Thema, was relativ wichtig ist. Das werden wir machen, Ilse Dore. Also es gibt da natürlich auch Leckerli-Taschen, ne, mit denen man das gut kombinieren kann. Das heißt, wir werden jetzt gleich einmal hier ein wenig vorsichtig ein paar rausnehmen. Ich muss nur aufpassen, wenn ich die rausnehme, dass Woody sich die nicht einfach so schnappt. Mhm. Deswegen machen wir das gleich schön vorsichtig, aber sehr guter Hinweis. Gut. Ich habe jetzt hier nach wie vor wieder die Superleckerlis, die wollten wir jetzt halt gerade nicht nehmen, aber ich finde, Woody hat das wieder super gemacht, dass er hier liegen bleibt. Wie gesagt, das haben wir heute zum ersten Mal hier trainiert, auf dem Ort mit der Sache. Und das möchte ich an der Stelle jetzt hier einfach auch wieder belohnen. Wie gesagt, ich zahle jetzt eigentlich auf das Bankkonto dieser Decke ein oder dieses Bettes ein. Ne, das heißt also, für Woody merkt die ganze Zeit, oh, es lohnt sich hier zu bleiben, denn
wenn ich gar nichts mache und einfach nur hier liegen bleibe, dann kriege ich zwischendurch auch mal ein Leckerli. Da muss ich kein Kommando zugeben, dazu muss ich nicht klicken. Das kann ich natürlich machen, aber vom Prinzip her, ich will einfach nur dieses Bett sozusagen mit Wertigkeit aufladen, damit Woody einfach sich merkt, oh, es lohnt sich total, da liegen zu bleiben, und das mache ich beim nächsten Mal wieder. Mhm. Ja. Und wir machen es gleich mal so aufgrund von fortschreitender Zeit einfach in unserem Live, zeige ich euch gleich mal den zweiten Schritt, damit ihr auch dann eben sehen könnt, wie das Ganze am Ende funktionieren soll, damit ihr das ganz toll mit euren Hunden üben könnt, auch zu Hause, und dann später auch ein fertiges Endergebnis erreichen könnt, sprich, dass der Hund euch eben den Gegenstand bringt. Also wundert euch nicht, normalerweise würde man den Schritt 1 erstmal so lange üben, bis es verlässlich klappt, aber da überspringen wir jetzt einfach mal so ein bisschen was. Genau, also gucken wir mal, ob es klappt in der Live-Situation. Ich löse natürlich das Kommando wieder auf. Ich habe mir ganz ursprünglich vor einigen Minuten mal einen auf die Decke gegeben. Jetzt weiß ich auch, was Isidore meint mit dem Knistern. Ja. Sehr guter Hinweis, das machen wir beim nächsten Mal auf jeden Fall anders. Sehr gut. Und also ich muss das Ganze jetzt wieder auflösen, denn ich habe mir das Kommando gegeben. Also ihr nicht vergessen, ihr schließt immer einen gewissen Vertrag. Wenn ihr eurem Hund ein Kommando oder ein Signal gebt, schließt den gewissen Vertrag, und den müssen wir auch erfüllen von unserer Seite aus. Okay. So, da mache ich das auch wieder. Ich gebe ihm das okay und ich werfe das auch. Ich könnte ihm das auch aus der Hand geben, aber das bleibt sich ungefähr gleich. Gut. Das heißt, ich nehme jetzt wieder das Zerge und, achso, ich dachte, du hattest jetzt ein paar Leckerlis rausgeholt. Ich habe es in meine Tasche gesteckt. Ah, okay, dann musst willst du mir davon jetzt... Willst du machen oder soll ich machen? Ach, du wolltest das testen. Alles klar, ja, dann mach du das mal. Sehr gerne. Dann kann ich mir das ein bisschen anschauen oder das ein bisschen kommentieren. Dann also, schieß mal los. Bei dem zweiten Schritt bringt ihr euren Hund erstmal ins Sitz, Rudi. Ich gehe mal so ein bisschen aus der... Super. Aus der... So. Das soll der Hund jetzt auch nicht selbstständig auflösen. Wir legen jetzt den Zergel mit ein bisschen Entfernung zum Hund hin. Gleich wird es so sein, ich löse das Sitz auf und alles, was Rudi macht, was so ein bisschen in die Richtung geht, also wo der Zergel liegt, das klickt ihr sofort. Das heißt, den ersten Blick dahin würdet ihr klicken, den ersten Schritt drauf zu, etc. Das ist das, was Eike vorhin meinte mit dem Topfschlagen, Rudi, mit dem Heiß und Kalt. Also der Hund muss jetzt selber auf die Endlösung kommen, dass er nachher zu dem Teil hinrennen soll und das halt eben auch in die Schnauze nehmen soll. Das heißt, alles dahin bestätigen wir jetzt. Wenn ihr merkt, dass ihr einen Hund habt, so was ihr gerade bei Woody gesehen habt, der hat ja das Sitz selbstständig aufgelöst, für den die Entfernung vielleicht noch zu schwierig ist, dann vergrößert ihr einfach die Entfernung. Also, dass so die Grundstellung erstmal gut funktioniert. Okay. Entschuldigung, was ist dein Auflösesignal? Woody? Ja. Super. Okay. So, er guckt jetzt erstmal ein bisschen verwirrt Eike an, warum jetzt so eine andere Tante da mit ihm was macht. Ist natürlich für ihn jetzt sehr schwierig herauszufinden. Ja. Also wir zeigen natürlich jetzt hier auch in der Live-Situation, versuchen wir natürlich jetzt auch im Grunde ein Training, was normalerweise über mehrere Tage oder auch mehrere Stunden verteilt geht, versuchen wir natürlich abgekürzt zu zeigen. Vielleicht probiere ich das einfach nochmal und gebe mir einfach nochmal ein paar Leckerlis. Ja, Woody, das machen wir nochmal, ne? Schwierig. Denkarbeit. Aber ich weiß eine Sache jetzt schon, dass Woody also heute Abend wieder völlig K.O. sein wird. Bring ihn gerne noch mal eben in die Grundposition, schick ihn dann einmal los. Woody. Ja, komm her. Sitz. Gut. Okay. Ja, fein. Gut. So, was man hier natürlich jetzt ganz deutlich sieht, ist, dass Woody das Shapen an sich natürlich schon ein bisschen kennt. Ne? Also ihr werdet merken bei euren Hunden, wenn die das noch nie gemacht haben, werdet ihr ein bisschen länger brauchen. Also dass der Hund vielleicht wirklich erstmal nur überhaupt in die Richtung guckt. Wenn ihr einen Hund haben solltet, der euch dabei total fixiert, weil er gerne das Leckerli möchte, also quasi gar keine Idee bekommt, sich im Raum zu bewegen, dann könnt ihr auch den Gegenstand einfach selber mit eurem Blick fixieren, also dass ihr da auch hinguckt. Gut. Ich weiß nicht, ob ihr es gerade gesehen habt. Er wollte zum Beispiel gerade eine kleine Abkürzung nehmen, also wollte einfach nur, einfach nur quasi mit der Nase dann stupsen und so nach dem Motto, hat das nicht eigentlich auch schon ausgereicht? Und ich bestätige jetzt wirklich nur, wenn er das Ding wirklich, wenn das Zergel wirklich ins Maul nimmt. Genauso. Perfekt. Gut. Ich gebe das auch mal aus der Hand. Ja, das macht's schwer, ne?
Kannst gern auch wieder den Gegenstand angucken und nicht Rudi. Darf sich auch gern noch mal so ein bisschen von entfernen. Dann ist er nicht ganz so fokussiert. Gut. Die Leckerlis. Gut. Rudi hat jetzt ein paar Schritte auch, als er beim Zeiger war, übersprungen. Nur für euch als Erklärung, für die, die das noch nicht gemacht haben. Wenn der Hund erstmal, wenn ihr den quasi zum Zerge geshaped habt, also sprich, er geht bis dahin verlässlich hin, dann würdet ihr das erste Mal klicken, wenn er das Ding auch nur anguckt. Und wenn das verlässlich klappt, eben wenn er das Teil mit der Nase anstupst. Also da wirklich ganz, ganz, ganz kleinschrittig vorgehen, sonst kann der Hund eben nicht auf die Lösung kommen. Genau, und das, was ich jetzt gerade auch schon gemacht habe, ich habe jetzt bei Rudi mal so ein bisschen die Anforderungen erhöht, um mal zu gucken, hat er das wirklich verstanden, dass er das Ding im Mund nehmen soll und auch wirklich Empfang behalten soll. Schauen wir mal eben, ob er das verstanden hat. Dann gehen wir wieder einen Schritt zurück, kein Problem. Gut. Ja. Na, also er versteht das schon, was er da machen soll. Ja, probier nochmal, probier nochmal. Das ist halt Frust, ne? Also das heißt, das ist auch ein guter Indikator. So, sehr guter Indikator jetzt. Jetzt weiß er nicht, oder sollte ich vielleicht hier was machen? So, jetzt werden wir, glaube ich, eine Sache machen. Ich lasse dich dreimal probieren. Kannst gerne nochmal positiv aufhören. Ja, probier noch. Guck einfach ruhig das Teil an, bleib ganz ruhig stehen. Noch einmal. Probieren. Ignorieren ruhig mal kurz. Ja, probier was. Probier was. Benni. Probier was. Also jetzt. Ja, gut. Wenn ihr merkt, dass euer Hund mal so völlig raus ist wie Rudi gerade, dann hört bitte trotzdem immer positiv auf, aber geht einfach einen Schritt zurück. Also so wie Eike das gerade richtig gemacht hat, obwohl Rudi ja eigentlich schon konnte, dass er mit dem Fang da reinbeißt oder das festhält, dann würdet ihr so weit zurückgehen, dass es eben reicht, wenn er fast nur mit der Nase eben daran kommt. Genau, also ich denke, das A und O beim Training ist einfach, das ist auch die größte Schwierigkeit für uns Menschen, also Rückschritte oder auch Sachen, die dann nicht so gut funktionieren, die absolut zu akzeptieren, weil wir haben es hier immer noch mit Lebewesen zu tun und die müssen selber auch einfach mitkommen mit diesen Trainingsfortschritten. Und es kann einfach sein, so wie Rudi, also man hat es gerade sehr, sehr schön gesehen, dass die irgendwann an einen Punkt kommen, wo die wirklich platt sind. Also Rudi war einfach an dem Moment völlig überfordert. Da waren also die Gedanken in seinem Kopf waren am Hin und Her rasen. Und deswegen hat sich das bei ihm eben in diesem Frust geäußert. Deswegen hat er einfach nur noch gebellt, weil er einfach nicht wusste, was soll ich jetzt machen, was soll ich jetzt machen, dies und das. Also er hat die Übung schon verstanden. Und wenn wir das jetzt, ich sag mal, in einer Viertelstunde nochmal probieren würden oder vielleicht morgen eher nochmal probieren würden, ich glaube, dann wäre das Verständnis auch relativ schnell wieder da. Aber er war einfach jetzt wirklich ausgereizt, ne? Also überfordert, und dann ist das wirklich das beste Indikator dafür, also dass man Pause machen sollte oder vielleicht sogar auch für den Tag es erstmal gut sein lassen sollte, was diese geistige Auslastung anbelangt. Okay, wir haben noch eine weitere Frage. Dennis fragt, gibt es einen bestimmten Grund, wieso das Leckerchen immer auf die Erde geworfen wird, anstatt es dem Hund so aus der Hand zu geben? Also das kann man unterschiedlich handhaben. Ich habe das jetzt in diesem Fall so gemacht, um also die Belohnung nicht nur bei mir zu haben, weil ich ein externes Objekt habe. Das heißt, der Hund soll ja mit einem Objekt interagieren, was nicht direkt bei mir ist. Und deswegen wollte ich ganz gerne, dass er von verschiedensten Positionen aus ja immer wieder mit diesem Zerge, was auf dem Boden liegt, Kontakt aufnimmt. Und das war also meine Idee dabei. Ja. Guckt da auch wieder ganz individuell, was ihr für einen Hund habt. Also bei Rudi weiß ich jetzt einfach, weil ne, wir hier arbeiten sozusagen, dass Rudi manchmal sich auch, wenn man die Leckerlis auf den Boden wirft, beim Shapen so ein bisschen Stress abläuft. Das heißt, er ist teilweise ein Hund, wo ich das auf jeden Fall empfehlen würde. Auch für Hunde, die so ein bisschen träger sind, kann sich das tatsächlich mal anbieten. Aber ihr könnt genauso gut bei Hunden, die da ganz normal drauf reagieren, auch die in der Hand behalten und der Hund holt sich bei euch immer die Leckerlis ab und startet dann wieder neu mit seiner Shaping-Aktion. Also beide Varianten funktionieren. Da würde ich, wie gesagt, ganz individuell nach dem Hund gucken. Genau. Wir haben noch eine weitere Frage. Und zwar Bettina fragt, ich habe noch eine Frage. Meine Hündin kommt sehr oft auf Zuruf nicht. Also auch im Haus. Ich hole sie dann immer. Im Garten funktioniert das nicht immer, weil sie wegrennt. Also im Garten schleppi, und ist es richtig, wenn ich sie hole? Also es geht um das Thema Abruftraining. Mhm. Also das Abrufen, ja, oder antworte du gerne. Ja.
Das klingt so ein bisschen danach, Bettina, dass es sich für deinen Hund noch nicht so ganz lohnt, zu dir zu kommen. Da würde ich auf jeden Fall noch mal gucken, was ist für deinen Hund eine Belohnung. Und finde da ruhig so 3 bis 5 Sachen, die dein Hund total toll findet. Da einfach noch mal ein bisschen rumprobieren. Und auch gerne nicht nur Futterbelohnung nehmen. Also guck mal im Bereich so ein bisschen Spielzeug oder was ist, wenn du mit deinem Hund interagierst. Also beispielsweise, dass ihr so ein bisschen zusammen rauft. Dafür kann man ja auch mal gut so ein Zerge benutzen. Oder dass ihr zusammen so ein Rennspiel oder so macht. Und probier dich da mal durch, auch wie gesagt durch Futtersorten, durch verschiedene Spielzeuge, wo du wirklich merkst, dass du am Ende so eine Top 3 hast. Und dann probier das Ganze nochmal von vorne anzufangen. Und vielleicht, wenn du schon oft die Erfahrung gemacht hast, dass es nicht funktioniert, dass du dann vielleicht einfach noch mal ein neues Wort aufbaust oder falls du sie noch nicht benutzt hast, die Pfeife. Und ich würde dann aber auf jeden Fall, wie gesagt, wie du es eh schon gemacht hast, mit der Schleppleine arbeiten, damit der Hund auch lernt, wenn er nicht kommt, gibt es eben auch eine Konsequenz. Also sprich, man holt den Hund dann einfach ran. Genau, und sehr wichtig ist auch, dass du, wenn du also ein solches Signal nicht so richtig zuverlässig immer abrufen kannst, dass du dann vielleicht auch nochmal an den Anfang zurückgehst und das Signal wirklich total ablenkungsfrei in der eigenen Wohnung, vielleicht auch erstmal, während der Hund direkt vor dir im Sitz ist, einen Meter oder so, und dann das Signal benutzt und mal testest, ob dein Hund dann auch wirklich herkommt. Und wenn er das immer noch, wenn er das selbst in der Entfernung nicht verstanden hat, dann ist vielleicht das Signal auch noch nicht hundertprozentig dem Hund klar. Denn wir müssen unseren Hunden ja mal ganz klare Gegebenheiten geben. Und dann kann es auch manchmal einfach lohnenswert sein, nochmal an den Basics anzusetzen. Okay, wir machen noch eine letzte Frage. Und May sagt, wenn ich Leckerli in der Hand habe oder auch Gemüse, sind immer die Leckerli wichtiger. Ja, das glaube ich. Ein Spielzeug ist dann null interessant. Sie versuchen dann immer an die Leckerli zu kommen. Habt ihr einen Tipp? Ich glaube, das Gleiche haben wir gerade auch sehr schön mit Woody gesehen. Ja. Der hat sich ganz zu Anfang auch gar nicht für das Zergel interessiert, obwohl ich also das Zergel auch teilweise benutze, um mit Woody zu spielen. Aber das war für ihn gar nicht interessant, sondern ich hatte in der anderen Hand hatte ich die Leckerlis und er war wirklich nur darauf fixiert und hat geguckt, wie komme ich da ran. Das habe ich so gelöst, dass ich die Leckerlis irgendwann hinter die Hand genommen habe. Oder was wir jetzt eben auch, was Jana ja auch empfohlen oder vorgeschlagen hat, dass wir einfach nicht ganz so attraktive Leckerlis nehmen. Und wenn du schon mit Gemüse gearbeitet hast, dann bist du da ja schon auf einem guten Weg. Also das wäre auch eine Lösung, wie du das Ganze machen könntest. Wenn du sogar merkst, dass es selbst mit Gemüse eben gar nicht funktioniert, also noch weiter runtergehen kannst du ja einfach nicht, dann würde ich sogar vielleicht mal probieren, bei der Belohnung Leckerlis komplett wegzulassen und beispielsweise mit einem Belohnungswort zu arbeiten, also dass du prima oder gut sagst, total freundlich, oder dass du mit Streicheln oder so arbeitest. Dann würde ich eher versuchen, in dem Bereich noch mal zu gucken, was dein Hund gut findet. Gut, ja, also die Zeit ist schon wieder gerannt, wie nichts Gutes. Und wir sind schon wieder am Ende unserer Stunde angekommen. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir. Also es war wieder sehr interessant. Jana hat wieder eine herausfordernde Übung für uns beide gehabt. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und was ihr heute auch wieder sehr schön gesehen habt, es gehört auch dazu, dass bestimmte Dinge nicht funktionieren. Also auch selbst hier in dieser Konstellation. Und da ist es ganz wichtig, dass ihr selber nicht frustriert werdet, sondern gebt eurem Hund immer die Chance, erfolgreich zu sein und einen positiven Abschluss zu haben. Das ist also ganz, ganz wichtig. Ich sage wieder vielen Dank. Wir sehen uns das nächste Mal kommenden Montag. Also macht schön was mit euren Hunden am Wochenende. Und am kommenden Montag sind wieder Tina und Jörg da und werden für euch was trainieren. Und alle die, die noch etwas mehr davon erfahren wollen, was wir so bei Meinung 365 machen, die ein bisschen genauer trainieren wollen, nach spannenden Online-Kursen, schaut euch nochmal genau an, was wir da aktuell als Angebot haben für 1 Euro einen Monat testen. Und dann sehen wir uns vielleicht auch dort in der Community. Also vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Ciao. Jeden Tag Aufgaben zur Auslastung deines Hundes. Videokurse zu den häufigsten Problemen im Alltag. Tricks, Hundesport oder auch Grundübungen. Einfach und Schritt für Schritt erklärt. Trainiere in deinem ganz eigenen Tempo, wann und wo du willst. Das ist MyDog 365, deine Online-Hundetrainingsplattform. Erhalte täglich Antworten von erfahrenen Hundetrainern auf deine individuellen Fragen. Und tausche dich mit über 10.000 anderen Hundehaltern aus. Teste uns jetzt auf mydog365.de.